Willkommen bei Funquad24 bekommen. Heute zeigen wir den richtig geilen Jeep, den Hillbill. Ja? 150 Kubik, Halbautomatik, ihr müsst nur die Gänge reinfeuern und dann gibt es richtig Feuer an der Karre. Richtig cool. Hier haben wir jetzt gewählt mit Straßenbereifung. Sieht man hier, ganz cool. Können wir mal das Lenkrad noch ein bisschen einschlagen. Richtig schöne Alufelgen. Die Original-Cross-Bereifung haben wir aber auch dabei. Hier handelt es sich um 10 Zoll. Nee, der Querschnitt sieht natürlich noch besser aus. Ne? So, dann haben wir hier natürlich auch alles, was das Herz begehrt. Spiegel, Blinker, kommen wir gleich zu, Lichtanlage, Frontscheibe. Fahrzeug ist voll ausgestattet bis hinten wieder. Dann Sicherheitsgurte, Handbremse, kommen wir jetzt mal hier zu. Zum Anmachen, wenn der jetzt kalt ist. Jetzt haben wir ja, was haben wir heute an Grad? 36, 37. Brauchen wir keinen Schock mehr. So, wäre dann rein durch hier der Schock, wenn es kalt ist. Jetzt zum Anmachen her, einfach nur Schlüssel einmal rumdrehen. Zack, läuft er schon. Man hört auch, richtig cool ruhig. Lenkrad ist extra weiter nach hinten, dass halt auch schön kleine Kinder fahren können. Hier haben wir dann Sicherheitsgurte zum Anschnallen. Dann haben wir hier von der Bedienung her, ich setze mich einfach mal rein, wie gesagt, Schock, Zündschlüssel, Neutralgang zeigt er dann an, für rückwärts zeigt er auch an, hier, Hupe. Jetzt können wir mal nach vorne gehen, wegen den Klinkern. LED-Klinker, linke Seite, rechte Seite, Licht ist an. Schöne formschlüssiger Tacho noch. Jetzt haben wir hier Bremse. Jetzt müssen wir neutral drin sein. Gas. Dann gehen wir mal nach hinten. Wie gesagt, Fahrzeug ist voll ausgestattet. Mit Anhängerkupplung, 2 Zoll Bereich. Dann haben wir hier Reserveradkanister. Auch alles wirklich zum Rausnehmen. Hier haben wir nochmal das der Ersatzrad mit dran. Beleuchtung von hinten kann man ja auch noch mal zeigen. Ist noch an. Jetzt haben wir Blinkanlage. Richtig cool. Jetzt können wir noch mal ins Eingemachte gehen. Da zeigen wir euch noch mal den coolen Motor. 150 Kubik Motor. Der Schieb geht auch schon ganz schön ab. Hier seht man alles schön verbaut. Schöne Sportluftfilter. Ja, dann tun wir mal eine kleine Fahranlage noch machen. Sieht halt schon richtig cool aus. Ist halt auch alles